Thema Robotik ist schon seit langem für Lehrer besonders interessant im Unterricht, weil es natürlich für die Schüler die theoretischen Erkenntnisse, die sie aus dem Fach Informatik haben, unmittelbar physisch greifbar macht. Mithilfe von Sensoren und Aktoren interagiert der Roboter unmittelbar mit der Welt des Schülers. Manche Lehrer haben bereits mit dem System Mindstorms der Firma Lego zusammengearbeitet, gerade für jüngere Schüler. Das Klötzchensystem kann mithilfe von Sensoren und schlichten Programmierprogrammen, meistens Farbcodes, programmiert werden und im Unterricht eingesetzt werden, gerade in Grundschulen. Neu ist ein kleiner, runder Roboter, der heißt Ozobot. Der hat eingebaute Akkus und 5 Farbsensoren auf der Unterseite und der kann völlig ohne Computer programmiert werden, schlicht über Papier und Farbstifte. Indem die Schüler Farbcodes, bunte Linien auf das Papier malen und der Roboter interpretiert mit seinen Sensoren das, was da aufgezeichnet wurde und handelt entsprechend. Er dreht sich, er fährt rückwärts, er fährt schneller, er biegt ab. Darüber hinaus kann man für den Ozobot auch via Online-Programmierumgebung ein digitales Programm zusammenstellen und das ist ganz reizvoll, weil die Übertragung dieses am Computer zusammengestellten Programms in den Roboter funktioniert einfach über den unmittelbaren Kontakt des Ozobots mit der Bildschirmoberfläche. Dann hat er das gespeichert und führt dieses Programm aus. Die Pädagogische Hochschule Schwyz hat eine ganze Reihe von konkreten Experimenten und Unterrichtsanregungen zusammengestellt. Wie man mit dem Ozobot zum Beispiel Geschwindigkeiten messen kann von gekrümmten Strecken oder wie man ganz spielerisch über eine Schatzsuche das Prinzip Zufall untersuchen kann. Weil in der Arbeit mit dem Ozobot oder mit Robotern grundsätzlich auch immer Schülergruppen zusammenarbeiten müssen, werden natürlich auch außerhalb der Informatik Kenntnisse geschult wie Teamfähigkeit und Sozialkompetenzen. Ein weiteres Beispiel für den Einsatz von Robotern im Unterricht ist der kleine Obsoro. Das Besondere an diesem Roboter ist der soziale Aspekt, denn Obsoro kann durch Aktoren und Sensoren in seinem Inneren auf Gesichtsausdruck reagieren, auf Mimik reagieren und auf Sprache. De sociale robots zijn robots die communiceren op een manier die voor ons intuïtief is. En dat kan gaan over spraak, dat kan gaan over gelaatsexpressies, dat kan gaan over emoties. Mijn sociale robot heet Ono. Hij is eigenlijk ontworpen om te gebruiken met kinderen. En daarom is hij klein, robuust en knuffelbaar. Eigenlijk vind ik het fantastisch om binnen mijn ontwerpen mechanisch ontwerp en elektronica en intelligentie te combineren tot de nieuwe generatie producten. Sociale robots die bestaan al enkele jaren. Die komen meestal uit de onderzoekswereld. En die gaan dan vaak voor heel erg high-tech, dure sociale robots. En het probleem is dat er gewoon niemand toegang heeft tot die robots, omdat die gewoon veel te duur zijn. Nu, wat heb ik gedaan met mijn ontwerp? Dus ik heb een robot ontworpen die heel erg laagdrempelig is, die heel goedkoop is, die makkelijk te reproduceren is en die door iedereen gemaakt kan worden die toegang heeft tot een lasercutter en een 3D-printer. Das ist eine Entwicklung der Uni Gent und die haben diesen Roboter auch schon eingesetzt mit Kindern, die soziale Defizite haben, wie autistische Kinder. Und diese Interaktion mit einem Roboter hat dazu ganz interessanten neuen Erkenntnissen geführt.